Um nun ein Diagramm zu erstellen, überfahren wir den gesamten Datenbereich, also mitsamt den Ländern und den Jahreszahlen. Und jetzt wählen wir über Einfügen hier in diesem Bereich Diagramm. Du kannst mal schauen, was dir empfohlen wird. Excel merkt im Normalfall recht gut, was sich eignet. In diesem Fall werden dir Linien- oder Säulendiagramme vorgeschlagen. Ein Kreisdiagramm macht ja in diesem Fall weniger Sinn, weil ein Kreisdiagramm geeignet ist, um Mengen oder Anteile von Mengen darzustellen. Und in diesem Fall wollen wir ja eine zeitliche Entwicklung visualisieren. Du kannst selbstverständlich auch manuell solche Diagramme auswählen. In diesem Fall machen wir ein Liniendiagramm. Gestapelte Linie ist übrigens weniger geeignet, weil da die Angaben addiert werden und das ist dann weniger anschaulich in diesem Fall. Wir wollen ja diese Länder übereinander legen und so die Entwicklung der beiden Länder miteinander direkt vergleichen können. Also wähle ich hier nun Linie. Und automatisch wird mir dieses Diagramm angezeigt. Du siehst hier im Menüband haben wir nun auch den Reiter gewechselt. Hier sind wir im Bereich Diagrammentwurf und du kannst ein beliebiges anderes Design wählen. Ich gehe wieder zum ursprünglichen zurück, beziehungsweise mit Befehl Z kann ich zu jedem beliebigen Schritt zurückkehren. Du kannst auch die Farbigkeit ändern. Damit werden dann die Linien und die Legende entsprechend angepasst. Du hast hier die Einstellung Schnelllayout, bei dem du die verschiedenen Elemente neu platzieren kannst. Ich wähle es mal so. So habe ich die Legende hier drüben. Und selbstverständlich kannst du alles manuell ändern. Also beispielsweise die Position der Legende nachträglich noch ändern, die Farbe einer einzelnen Linie noch ändern. Du siehst, hier klappt ein Menü auf. Du kannst den Diagrammtitel noch anpassen. Hier die Achse macht sicher noch Sinn, wenn wir die beschriften. Bevölkerung in Millionen. Und das Interessante ist nun, ich schiebe das Diagramm etwas nach unten. Wenn du irgendeinen Wert hier änderst, so siehst du, wird automatisch die Kurve angepasst. Ich mache das wieder rückgängig mit Befehl Z.